Ich freue mich riesig und bin wahnsinnig gespannt auf unsere neue Predigtserie Glaubenshelden. Und ich? Dieses Ich ist klein geschrieben und mit einem Fragezeichen versehen. Und das ist ganz bewusst so. Denn vielen von uns geht es so, dass wir im Moment in dieser verrückten Zeit so viele Helden des Alltags sehen. Da sind Menschen, die sich unglaublich investieren. Und manchmal denke ich dann so, Mensch Simon, du könntest auch mehr tun. Du könntest viel mehr tun. Du könntest die Dinge noch viel, viel besser machen. Und außerdem, Gott könnte mich noch so viel mehr gebrauchen, oder? Doch das Verrückte dabei ist, dass diese vermeintlichen Helden, die wir überall sehen, oft nicht anders von sich denken. Viele im Moment denken so, könnte ich nicht mehr tun, müsste ich nicht mehr tun, reicht das überhaupt? Viele stehen unter enormem Druck, unseren Alltag zu bewältigen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. In dieser Corona-Krise spüre ich im Moment eine Veränderung, die mir auch Sorgen bereitet. Am Anfang, so vor 7 Wochen, hatte ich das Gefühl, dass eine überwältigende Mehrheit der Meinung war, dass diese Corona-Zeit auch echt eigentlich fast nur Gutes bereithält. Ja, und das tut sie ja in Teilen. Und manche erleben es auch so. Für manche kommt das Leben ein bisschen zur Ruhe. Man hat Zeit für Entschleunigung. Es sind weniger Termine und man hat mehr Zeit für die Familie. Man freut sich über die ja, immer wieder nächste Challenge von irgendwoher. Man darf selbst kreativ werden und es wurde auch oft schon angeraten, sich irgendwie ein neues Hobby anzutrainieren. Ja, die Corona-Zeit scheint auch eine Zeit zu werden oder zu sein, die fast nur Gutes für irgendwie 80% der Bevölkerung verspricht. Aber jetzt, nach 7 Wochen, spüren viele, dass sie nicht nur Gutes bereithält. Ich glaube, das liegt daran, dass wir in dieser Corona-Zeit trotz der erschwerten Bedingungen der Meinung sind, noch immer genau dasselbe leisten zu müssen wie vorher und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Wir spüren das gerade in der Bildung, jetzt wo es wieder losgeht, an vielen Orten mit der Schule. Da müssen Schülerinnen und Studenten, beispielsweise auch an der Uni, baldmöglichst eigentlich schon jetzt dasselbe leisten wie zuvor. Die meisten Eltern sind zu Hause völlig überfordert, sind auf einmal nicht nur Eltern, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer. In der Wirtschaft beispielsweise brauchen wir natürlich so schnell wie möglich wieder die Erträge und die Wertschöpfung für unseren so beliebten Wohlstand. Nicht weniger als zuvor, das wollen wir ja nicht, das können wir uns nicht leisten. Es muss also doch so schnell wie möglich alles weitergehen wie zuvor, nur eben unter deutlich erschwerten Bedingungen. Und so verlangt uns diese Krise alles ab. Und ich habe den starken Eindruck, dass wir auch langsam aufpassen müssen, uns nicht selbst zu überfordern, weil wir glauben, wir könnten immer noch dasselbe und damit eigentlich noch viel mehr leisten als zuvor. Glaubenshelden und ich. Das soll also keine Predigtserie sein, die uns auch noch mehr dazu herausfordert, in dieser Krise Helden des Alltags zu sein, sondern wir schauen auf Helden, auf Menschen wie du und ich, also auf Menschen mit begrenzter Kraft, ja schon mit Mut, mit Freude und auch Lebensenergie, aber eben mit Begrenzung. Menschen, die auf eine ganz andere Art und Weise also zu Helden wurden, nicht Helden des Alltags, also sei es Henoch, Josef, Hosea, Daniel, Petrus, auf die wir nächsten Wochen gucken, sie alle waren nur bedingt Helden des Lebens. Sie waren keine Helden der Arbeit. Sie waren keine Helden als Eltern oder als Sozialarbeiter. Zumindest ist das in der Bibel nicht der erste Blick auf sie, sondern sie waren Glaubenshelden. Dies betont die Bibel, in der wir diesen Glaubenshelden begegnen. In Hebräer 11 werden uns ganz viele solcher Glaubenshelden genannt. Die Aufzählung der Glaubenshelden dort in Hebräer 11 beginnt ganz vorne in der Bibel und zwar mit Abel, als der erste Glaubensheld, der irgendwie genannt wird, und endet dann am Ende des Kapitels mit dem Blick auf viele Propheten des Ersten Testaments. Der Schreiber des Hebräerbriefes nennt all diese Personen, um dann in Kapitel 12 den Grund seiner Aufzählung zu nennen. Er schreibt: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist,
den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Die aktuelle Zeit ist solch ein Kampf. Doch die Frage ist, wie wir diesen Kampf führen. Verbissen? Perfektionistisch? Egoistisch? Leistungsorientiert? Wollen wir ganz viel leisten im Moment? Oder wollen wir glauben? Diese Verse aus dem Hebräerbrief wollen uns den Glauben als Kampfmodus nahelegen, als die Art und Weise, wie das Leben funktionieren kann. Und wie das geht, dafür wollen wir uns in den nächsten Wochen eben diese Glaubenshelden anschauen und von ihnen lernen, wie sie diesen Kampf im Glauben gekämpft haben, wie sie gelebt haben im Glauben. Und so möchte ich mit euch heute auf einen ersten Glaubenshelden schauen, einen kurzen Blick auf eine eher unbekannte Person werfen, die im Hebräerbrief gleich als zweite genannt wird. Wir starten mit dem Glaubensheld Enoch. Enochs Glaubensgeschichte wird in nur einem einzigen Vers genannt. Aber der hat es wirklich in sich und den lese ich auch gleich vor, aber zunächst noch ein bisschen mehr rund um diese Person. Die ersten 11 Kapitel der Genesis, des ersten Buches der Bibel, erzählen die sogenannte Urgeschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Adam bis Abraham. In diesen ersten 11 Kapiteln geht es jetzt nur aus theologischer Sicht wirklich um alles. Es geht um das Menschsein an sich. Es wird davon erzählt, wie es um die Menschheit steht. Und es steht nicht gut um sie. Wenn man diese Kapitel liest, Mord und Totschlag bestimmt die Menschheit. Egoismen, Macht und Herrschaft sind die Götter der Menschheit. Und man könnte sagen, da hat sich im Grunde genommen nicht viel verändert bis heute. In dieser Urgeschichte von Adam bis Abraham gibt es zwei Phasen. Die erste Phase ist die von Adam bis Noah. Und das ist wirklich die schlimmste Phase der Menschheit überhaupt. Ich glaube, in der Bibel wird nichts Schlimmeres berichtet. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals eine schlimmere Phase in der Menschheit gab oder so. Nach dem Sündenfall, also nach Adam, wird das Treiben der Menschen mit jeder Person schlimmer, schlimmer und nochmal schlimmer. So schlimm, dass am Ende dieser ersten Phase in Kapitel 6, Vers 5 steht, Gott sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihren Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm, also Gott, weh. Und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Und tatsächlich macht Gott mit Noah einen Neustart der Menschheit. Das ist dann die zweite Phase der Urgeschichte, eine, die dann aber mit einem Friedensbund zwischen Gott und den Menschen beginnt. Gott sagt in diesem Friedensbund zu, diese Welt nicht noch einmal zu resetten, sondern sie zu erlösen, was von Abraham bis Jesus die Geschichte der Lösungsgeschichte ist mit Gott und dieser Welt. Henochs Geschichte steht aber in der ersten, in dieser schlimmsten Phase der Urgeschichte. Und in dieser Phase von Abel bis Noah wird die ganze negative Seite des Menschseins beleuchtet. Ich will das ein bisschen erzählen. Da ist dieser Brudermord, Kain und Abel. Da sind ungeordnete Beziehungen, die da bewusst genannt werden, wie zum Beispiel die Polygamie. Und das erste Handwerk und die ersten Musikinstrumente werden benannt. Wie, das ist jetzt so negativ? Naja, das ist ein Fortschritt in der Menschheit. Musik wird erschaffen oder man lernt, mit Musik umzugehen. Das Metallhandwerk wird gelernt, das ist Fortschritt. Aber hier in diesen Kapiteln wird der negative Aspekt des Fortschrittes beschrieben. Denn Musik und Metallhandwerk bekommen einen gefährlichen Beiklang. Das könnt ihr alles nachlesen. In einem Lied des Lamechs, das ist wirklich ein sehr, sehr übler Kerl in dieser Urgeschichte, dieser Lamech singt davon, wie er 7-mal, 77-mal Blutrache üben will.
Er benutzt also die Musik, den Fortschritt für Gewaltfantasien und das Metallhandwerk zum Bau von Waffen. Es sind wirklich gruselige Geschichten von Abel bis Noah. Lest sie mal nach in den ersten Kapiteln der Bibel. Doch in diesen ganzen gruseligen Geschichten gibt es eine einzige Person, die gut ist. Eine einzige Person. Und diese eine gute Person ist Henoch. Henoch ist der Urenkel von Adam. Und alles, was sein Leben gut gemacht hat, wissen wir aus einem einzigen Satz, ein Vers in Genesis 5, Vers 24. Da heißt es, Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen. Was? Weggenommen? Wie krass ist das denn? Krasse Story, oder? Inmitten all dieser Gruselgeschichten lebt ein Mann in enger Verbindung zu Gott. Und das, nur das führte dazu, dass Gott etwas ganz und gar Unmenschliches, Unweltliches, etwas Übernatürliches schenkte. Henoch entging dem Tod. Gott nahm ihn einfach so in seine himmlische Welt auf. Dies wird in der Bibel nur von Henoch und dem Propheten Elia gesagt. Es ist also etwas sehr Besonderes. Und die Frage stellt sich, was können wir von dieser Besonderheit in der Bibel, was können wir von Henoch, diesem Glaubenshelden, jetzt lernen? Und ich habe zwei Gedanken dazu mitgebracht. Der erste Gedanke heißt, die Verbindung mit Gott ist die Quelle deines Lebens. Und der zweite Gedanke, lass dich wegnehmen vom Bösen. Der erste Gedanke, die Verbindung mit Gott ist die Quelle deines Lebens. In meiner Jugendzeit habe ich mit meinen besten Freunden viele Ausflüge unternommen. Das war eine geniale Zeit. Mehrfach im Jahr machten wir uns freitags auf den Weg, um im Wald zu übernachten. Einmal sogar im tiefsten Winter, das war das Highlight überhaupt, im Schnee am Feuer zu schlafen, zumindest so 1-2 Stunden in der Nacht zu schlafen. Einmal waren wir aber im Sommer auf dem Weg in den Wald, um dort zu übernachten. Und ich denke, wir waren so 1-2 Stunden vielleicht unterwegs, da fiel uns etwas auf. Da fiel uns auf, dass mehrere sogar von uns vergessen hatten, Trinken mitzunehmen. Schlecht, also für eine Übernachtung im Sommer, im Wald und so weiter. Aber wir dachten, das ist kein Problem. Wir brechen das jetzt nicht ab, wir laufen auch nicht zurück. Wir würden ja noch an einem Stausee vorbeikommen. Und da gibt es eine Gaststätte und wir können uns dort etwas kaufen und ist alles gut. Doch am Stausee angekommen, war die Gaststätte leider zu. Das musste so sein. Und was machen wir jetzt? Zurückgehen. Einer kam auf den Gedanken, komm, wir brechen es ab. Irgendwie ohne Trinken ist blöd. Wir brechen ab, wir gehen zurück. Aber hey, wir sind Jungs, ne? Das machen wir nicht. Den Wettkampf hier gewinnen wir. Da muss eine andere Lösung geben. Und ein anderer, also ich, kam auf den Gedanken, einfach aus dem Stausee ein bisschen was zu trinken. Und so. Doch der Stausee sah so aus. Ja, sehr idyllisch, aber absolut verdreckt. Kein leckeres und sicher kein gesundes Wasser. Das war also keine so gute Idee von mir. Irgendwann habe ich es akzeptiert. Und dann hatte ein anderer eine ebenso verrückte, aber eben tatsächlich eine richtig gute Idee. Wir könnten doch einfach dem Bachlauf hinter dem Stausee folgen und die Quelle finden. Und das machten wir. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir unterwegs waren. Es war schon ein ordentliches Stück. Aber ich weiß, wie wir mit großem Durst die Quelle wirklich fanden. Wir hoben sie etwas aus, legten ein paar Steine drumherum und dann sprudelte die Quelle. Und wir tranken daraus. Ein wirklich erfüllender Moment. Und das ist ein gutes Bild für unser Leben und vermutlich auch für unseren Glaubensheld Henoch. Henoch lebte sein Leben in Verbindung zu Gott, der Quelle allen Lebens. Um Henoch herum gab es so viel Böses, Dinge, die ihm das Leben schwer machten. Doch er wusste, wo er Kraft tanken konnte. Er suchte die Quelle auf. Er lebte in enger Verbindung zu dieser Quelle des Lebens. Und dabei nahm er offensichtlich keine Abkürzungen. Er kaufte sich die Quelle nicht irgendwo ein unterwegs, denn Gott kann man nicht einkaufen. Er vermischte die Dinge auch nicht, trank nicht aus dem dreckigen Stausee. Er lebte in Verbindung zur wahren Quelle. Ich glaube daran, dass diese
Verbindung auch heute unser Leben rettet und Durst stillt. Ich glaube, dass Gott uns stärken will und uns Kraft gibt, unseren Alltag zu bewältigen, der gerade so schwierig ist. Das klingt einfach, vielleicht zu einfach. Für die von uns, die schon lange mit Gott unterwegs sind, ist das auch nichts Neues. Okay, hey, der will heute sagen, dass ich in Verbindung zu Gott lebe. Christinnen und Christen tun das natürlich. Aber wir alle brauchen die Erinnerung und die Ermutigung. Bleibt dran. Bleibt bei Gott. Das ist die wichtigste Zeit in deinem Alltag. Das Wichtigste und Beste, was du für dich tun kannst. Lebe die Verbindung mit Gott. Und für die von uns, die diese Verbindung mit Gott noch nicht kennen, die möchte ich einladen dazu. Suche die Verbindung mit Gott. Jesus sagte einmal, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Wenn du durstig bist, komm zu Jesus. Und wie das funktionieren kann, davon handelt mein zweiter Gedanke. Lass dich wegnehmen vom Bösen. Gott suchen, mit Gott in Verbindung sein, das klingt auch wieder sehr aktiv. Man könnte meinen, oder muss ich ja auch wieder was leisten, Zeit investieren. Man kann ganz viel tun. Also müssen wir beispielsweise mehr beten, mehr Bibel lesen? Bei unseren Glaubenshelden geht es darum nicht. Das ist nicht das, wozu uns Hebräer im ersten Moment einlädt. Nicht etwas zu tun. Es geht nicht um Leistung. Im Hebräerbrief werden diese ganzen Personen ja nicht genannt, weil sie etwas geleistet haben, sondern weil sie geglaubt haben. Über Henoch heißt es in Hebräer 11, Vers 5, dass der Grund dafür, also für diese Verbindung mit Gott und dass Gott ihn dann auch zu sich genommen hat, der Grund dafür war Henochs Glaube. Und dann heißt es in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie oft glauben wir, dass unser Leben nur dann einen Sinn macht, wenn wir Helden des Alltags sind, wenn wir etwas leisten? Dass wir nur dann Anerkennung finden und irgendwie bedeutsam sind, wenn wir viel tun? Genau diese Gedanken sind böse. Sie sind Gift für dein Leben. Selbst wenn du das unter den allerbesten Absichten denkst und tust, werden dich diese Gedanken kaputt machen, zu glauben, dass du durch deine Leistung bedeutsam wirst. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus ist, dass du bei Gott nicht nach deiner Leistung beurteilt wirst. Alles, was zählt, ist dein vertrauender Glaube auf Gott. Und dieser Glaube ist diese Verbindung zu Gott. Das Vertrauen, dass Gott da ist, dass er uns trägt. Und diese Verbindung, die kannst du nicht herstellen, indem du ganz viel tust. Im Gegenteil, sie wird hergestellt, indem du loslässt und dich fallen lässt. Warum hältst du also an deiner Leistung fest? Warum beurteilst du andere immer noch nach Leistung? Gott tut das nicht. Wenn du daran glaubst, dass Gott da ist, warum lässt du dich dann nicht mal innerlich und äußerlich fallen? Es ist so gut zu wissen, dass Gott da ist und dich trägt. Es gibt ja dieses Beispiel, was in vielen so Teamcoachings gemacht wird oder in anderen Settings, bei Jugendlichen macht man das natürlich gerne. Ihr kennt das vielleicht, dass wenn jemand hinter einem steht, man sich ganz entspannt fallen lassen kann. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil keiner hinter mir steht und Kontaktsperre und so, das kann ich jetzt nicht noch anschaulicher präsentieren, aber ihr kennt das vielleicht, ja? Man steht, hinter einem ist jemand und man lässt sich einfach fallen. Bei Gott ist es nichts anderes. Wir dürfen wissen, dass Gott da ist, dass wir uns fallen lassen können, dass er uns nicht danach beurteilt, was wir leisten, sondern ob wir uns fallen lassen. Wir dürfen uns fallen lassen, erst einmal nichts tun, loslassen und uns dann von Gott aufrichten lassen
und von ihm gestärkt, ja, dann auch etwas tun, einen Weg gehen, unsere Aufgaben erledigen im Alltag. Gott ist es, der uns im Namen Jesu dann ans Ziel bringt, wie es im Hebräerbrief so schön heißt und wie Henoch es ja wirklich erfahren durfte. Und ich glaube, das ist es, was wir vom Glaubensheld Henoch aus diesem einen Vers lernen können. Er lebte in enger Verbindung zu Gott und ließ sich wegnehmen vom Bösen. Und ich, kleingeschrieben und mit Fragezeichen versehen, ich und du, wir alle, wir können loslassen, Perfektionismus ablegen, Nein sagen und dann machen wir halt mal ein, zwei Challenges weniger mit oder so, konsumieren ein bisschen weniger Medien, eben loslassen und stattdessen die Verbindung mit Gott leben, vertrauen, glauben, dass Gott uns ans Ziel bringt, uns Frieden, Freude und einen tieferen Sinn im Leben schenkt. Amen.